Hallo, ich bin Stefanie aus der Schrot und Korn Redaktion und mein Thema heute ist die große Verschwisterung von Bioland und Lidl. Ihr habt das wahrscheinlich mitgekriegt vorletzte Woche, dass die Grand Dame, der Anbauverband, der alte Öko-Anbauverband Bioland, eine Kooperation mit dem Handelskonzern Lidl oder auch Discounter genannt, eingehen möchte. Und das sieht wohl so aus, dass jetzt ab Ende diesen Jahres schon die ersten Produkte unter dem Bioland-Zeichen bei Lidl zu kaufen sind. Ja, passt das zusammen? Lidl, ein Discounter, der steht für, immer wieder in der Kritik ist für seine Arbeitsbedingungen, steht für billig, 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 für Preisdruck. Ja, vor allen Dingen aber auch für ein Ernährungssystem, das wir Bios und Ökos seit vielen Jahren eigentlich verändern wollen. Ja, und über die Frage, ob das zusammenpasst, musste ich tatsächlich auch eine Weile nachdenken. Ich bin zum Schluss gekommen, ja, das passt. Also jein, es ist natürlich schwierig, weil die Welt ist nicht nur schwarz-weiß und da hat sich in den letzten Jahren auch echt einiges verändert. Früher gab es die Bios und die anderen. Nicht, dass bei Bio immer alles super ist, aber inzwischen gibt es einen großen Graubereich und ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich das für eine ganz gute Idee erstmal halte, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass jedes Bioland-Produkt, das verkauft wird, gut für die Umwelt ist, dass es einfach viel, viel höhere Standards hat als natürlich ein konventionelles Produkt, höhere Standards hat als Produkte mit dem EU-Bio-Siegel. Und je mehr Menschen also Zugang zu diesen Produkten finden, desto besser ist es. Es gibt eine große Chance dabei, dass dadurch mehr Bauern umstellen auf ökologische Landwirtschaft. Auch das wäre einfach ein Riesengewinn. Ja, wir bei Schrot und Korn haben in unserer Vision stehen, dass wir dafür arbeiten möchten, dass unsere Erde als blau-weiß-grüner Planet erhalten bleibt. Und ich denke, alles, was Schritte in diese Richtung sind, die können einfach nur gut sein. Natürlich braucht es Bioläden. Bioläden, die seit vielen Jahren schon daran mitarbeiten, auch Standards für Landwirtschaft, für unser Essen weiterzuentwickeln, Standards zu setzen, aber die einfach auch eine Alternative sind, wenn es ums Einkaufen geht, eine Alternative zu großen Macht- und ja, Marktkonzentrationen sind. Deswegen ist es total wichtig, denke ich, auch in den Bioläden weiter einzukaufen. Ja, Jan Plagge, der Präsident von Bioland, der hat gesagt, ja, sie hätten so lange verhandelt, das waren irgendwie knapp 2 Jahre wohl, sie hätten so lange verhandelt, weil sie Lidl so lange nicht geglaubt haben, dass die das ernst meinen. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube denen das heute noch nicht. Ich will das sehen. Aber ich bin bereit, den Vorschusslorbeeren zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich denke aber auch, dass es unser Job bei Schrot und Korn ist, das zu begleiten. Dahin zu gucken, kann vor allen Dingen gerade Bioland seine Standards halten? Kann Bioland sein Versprechen weiter einlösen, dass Bauern faire Preise bekommen? Wir haben viele Zuschriften natürlich irgendwie in den letzten Tagen dazu bekommen. Viele, die das auch bewegt. Und ihr könnt uns ja einfach mal schreiben, wie ihr das seht, welche Meinung ihr dazu habt. Das würde uns total freuen. Ich lese das gerne. Bis dahin erstmal, ja, so viel heute aus der Redaktion von Schrot und Korn. Macht's gut.